Seit über 40 Jahren werden in den Vororten Den Haag Zucchini angebaut und geerntet. Entweder als Blüte oder als Mini-Midi oder als ganz normales Gemüse. Eine männliche Blüte, ist eine weibliche Blüte. Der Pollen muss von der männlichen Blüte zu der weiblichen Blüte. Und davor haben wir 70.000 Mitarbeiter. Da diese Mitarbeiter nur bei sonnigem Wetter arbeiten, muss Johann hin und wieder selbst zum Pinsel greifen und Pollenträger spielen. Zucchiniblüten sind eine exklusive Delikatesse, weil sie nur einen Tag lang blühen. Sie müssen daher schon am frühen Morgen gepflückt und eingesammelt werden. Luftdicht verpackt gehen die Zucchiniblüten noch am selben Tag auf die Reise zu den Feinschmeckern in die ganze Welt. Gerade im Gebiet zwischen Den Haag und Rotterdam erstreckt sich das sogenannte Westland. Eine Glashauslandschaft, die unsereins noch nie gesehen hat. Hier werden sämtliche Gemüsesorten angebaut. Selbst mediterrane Vertreter wie Auberginen oder Peperoni wachsen hier problemlos. Dank einer neuen Erkenntnis, je höher die Gewächshäuser sind, desto besseres Wuchsklima haben sie. Mit einer ordentlichen Dusche beginnt das Leben der Radieschen. Von der Aussaat bis zur Ernte brauchen sie gerade mal 20 Tage. So schauen sie nach 5 Tagen aus, so nach 10. Und nach 20 Tagen sind sie erntereif. Pro Quadratmeter wachsen hier 330 Radieschen. Und 300.000 knackige Vitaminspender werden hier pro Tag geerntet. Frau de Jong, Sie haben hier eine sehr gute Qualität von Radieschen. Woran liegt das eigentlich? Das ist die Beginning von der Kraut. Und das ist Spezialität, ist das Sandkraut. Und das ist hier speziell am See. In das Westland. Allein dieser Familienbetrieb verpackt am Tag rund 15.000 nicht Radieschen, sondern von diesen Radieschenschalen. Das heißt, 1.000 gefüllte Kartons verlassen täglich den Hof. Grüner Dschungel. Überall summt und brummt es. Staunend und verlassen wie ein Kind stehe ich in einem 3 Hektar großen Tomatengewächshaus. Hand aufs Herz, haben Sie schon einmal eine Tomatenstaude von 10 Meter Länge gesehen, die rund 25 Kilogramm Tomaten trägt? Das heißt 270 rote Liebesäpfel. Mir ist das hier zum ersten Mal widerfahren. Und an dieser Stelle muss ich auch noch etwas gestehen, dass ich mich nämlich von einem Vorurteil trennen musste. Gewächshaus, Gemüseanbau in großen Mengen und Umweltschutz, das passt doch nicht zusammen. Die niederländischen Gemüsebauern belehrten mich eines Besseren. In den riesigen Gewächshäusern kreucht und fleucht es. Hummeln sorgen für die Bestäubung, Florfliegen halten Schädlinge unter Kontrolle. Und ich durfte feststellen, es werden tatsächlich keine chemischen Keulen eingesetzt. Also, wir können bedenkenlos in diese schmackerlichen Paradiesäpfel beißen. Entlang der Gewächshäuser geht unsere Reise wieder zurück nach Den Haag.